Und so, göttlicher Cäsar, hat der Statthalter von Palästina die heilige Tradition der Juden missachtet. Er hat ihnen die Tempelsteuer abgenommen und sie verwendet, um seinen grenzenlosen Ehrgeiz zu befriedigen. Er wollte sich dort schon zu Lebzeiten ein Denkmal erbauen. Außerdem hat er das Volk bedrückt und tyrannisiert und hat die Menschen seinen Hass spüren lassen, die seiner Ungerechtigkeit wehrlos ausgeliefert waren. Und schließlich, göttlicher Cäsar, hat er im Tale von Garizim eine große Anzahl unbewaffneter Sklaven, die es gewagt hatten, sich seiner Tyrannei zu widersetzen, bis auf den letzten Mann niedermachen lassen. Nun, Pontius Pilatus, hast du gehört, wessen man dich beschuldigt? Ich bedauere es sehr, dass du dich nur nach all den Fehlschlägen und dem Missgeschick in Palästina auch noch hier in deiner Heimat zu verantworten hast, vor dem Senat von Rom. Und anstatt deines Gönners Tiberius, deines Beschützers, findest du einen neuen Richter vor. Mich. Gaius, den Kaiser Caligula. Die Göttin des Glücks Fortuna hat sich offenbar von dir abgewendet, Pontius Pilatus. Dies hier hast du geschrieben. Das ist eine Beleidigung der Majestät Cäsars. Dadurch hast du einen Verbrecher aus Galiläa verurteilt und ihn zugleich als König der Juden anerkannt. Hast du etwa vergessen, dass Cäsar selbst der König der Juden ist? Pontius Pilatus, der Senat ist hier versammelt, um deine Verteidigung zu hören. Wir warten auf deine Worte. Sprich. Verteidige dich. Sprich. Fehlt dir der Mut oder fehlen dir die Worte? Oder fehlt dir beides? Wo ist er denn geblieben, der tapfere Soldat des Germanicus? Wo ist er geblieben, der brillante Redner des Forums, bei dessen Worten alles vor Bewunderung verstummte? Der Senat von Rom wartet darauf, dass du antwortest. Pontius Pilatus, ich befehle dir zu sprechen. Sein Schweigen ist eine Beleidigung des göttlichen Cäsar. Ich warne dich, meine Geduld ist erschöpft. Göttlicher Cäsar, verkünde dein Urteil. Ich beschuldige dich, Pontius Pilatus, die Macht, die dir der Senat und das Volk von Rom gegeben haben, schändlich missbraucht zu haben. Zum allerletzten Male, Pontius Pilatus, fordere ich, Cäsar, dich auf, dich zu verteidigen und zu regen. Sprich endlich! Schwarzer Tag, an dem sich unser hoher Rat vor einem Heiden erniedrigt. Man kann einen Menschen hassen, auch wenn man ihm zulächelt. Des letzten Statthalters war der Himmel bedeckt. Was wird wohl das Schicksal des Pilatus sein, da heute so ein schöner Tag ist? Hier in Israel kann das Wetter rasch umschlagen. Aus Sonnenschein kann ein plötzliches Unwetter werden. Die einzige Wolke, die Pilatus und seine Heiden zu fürchten haben, ist jene, die sie alle vom Throne Gottes Herrn trennt. Auch er wird diese Wolke nicht vertreiben. Bei all diesen feindseligen Gesichtern, die uns begrüßen, ist es eine wahre Wohltat, ein paar schöne Augen zu sehen. Das ist Sarah, die Tochter von Aaron Ekmezir. Er hat großen Einfluss und ist sehr reich.
Namen meines Volkes heiße ich Kaiphas, der Hüter der Gesetze Moses, ich den römischen Statthalter bei uns in Palästina willkommen. Wir erhoffen von dir eine weise Verwaltung, die Achtung unseres Glaubens und dass du unserem Volke Frieden und Wohlstand bringen mögest. Wir wissen, dass du bei Kaiser Tiberius allerhöchstes Ansehen genießt. Der Hohe Rat wünscht nur, dass deine Regierung hier beweist, dass du diese Hochachtung zu Recht verdienst. Ich wünsche nichts sehnlicher als eines, dass wir deinen Aufenthalt hier stets in gutem Andenken halten können. Ich danke dir, Kaiphas. Und im Namen Roms und meines Kaisers verspreche ich dir, dass ich gerecht regieren werde. Zerstören. Deine Wunde blutet stark. Ich habe bei meiner Ankunft keine Freudenkundgebungen erwartet, aber auch nicht, dass man meine Soldaten vor meinen Augen tötet. Du hier? Was willst du? Willst du uns verraten? Kommst du hierher? Weißt du es noch nicht? Das Attentat ist gescheitert. Und Barabbas? Der ist wohl schon wieder in den Bergen. Sie sind alle geflohen. Bis auf Daniel. Er liegt auf dem Dach Isakaas und ist schwer verwundet. Wir müssen ihn unbedingt retten. Sofort. Hier. Trink. Trink. Wir werden uns um ihn kümmern. Hat dich niemand gesehen? Nein, keiner. Aber die Straßen werden von den Soldaten durchsucht. Zeig ihm den Weg. Wehe uns, wenn man ihn hier findet. Aber du hast doch gesagt, wenn ihr in Gefahr seid, dann kommt zu mir. Jetzt ist es klüger, wenn du gehst. Daniel verblutet. Ich kann ihn doch nicht im Stich lassen. Sorge dich nicht um Daniel. Daniel kämpft für die Freiheit des Volkes Israel. Und du hast versprochen, uns zu schützen. Kannst du das leugnen? Ich weiß, Gionata. Habe ich mein Versprechen nicht gehalten? Und was noch viel wichtiger ist, steht er nicht ebenfalls unter dem Schutz des Hohen Rates? Hm? Des Hohen Rates? Geh jetzt, Gionata. Nein, warte. Das wird dir weiterhelfen. Geld öffnet alle Türen. Und nun geh mit Gott. Denk dran, wenn man mich entdeckt, kann dir und deinen Freunden keiner mehr helfen. Das darfst du nicht vergessen. Auch der Hohe Rat, auf den ihr eure Hoffnung setzt, ist dann machtlos. Die Straße ist frei. Viel Glück. Halt ihn! Lass ihn!
spricht. Die Römer wissen, wie man Leute zum Sprechen bringt. Sein Geständnis allein reicht nicht aus. Außerdem spricht er nicht. Er hat Mut und kämpft für ein Ideal. Und was ist mit dem anderen, mit Daniel, der verwundet auf dem Dach liegt? Der ist glücklich. Er stirbt für das gleiche Ideal. Pilatus, die Quästoren und die Vertreter des Volkes im Hohen Rat ersuchen um eine Audienz. Zuerst die Quästoren. Die Wunde ist in wenigen Tagen geheilt. Hättest du mich gewähren lassen, dann hätte ich Barabbas festnehmen können, aber... du bist ein prächtiger Soldat, aber ein miserabler Politiker. Hier, zur Beruhigung. Die Quästoren. Von Galiläa, Samaria und Judäa. Ich hoffe, dass deine Verwundung nicht gefährlich ist. Das ist meine erste Auszeichnung in Palästina. Als Verwalter der Provinzen werdet ihr mich ohne lange Vorrede verstehen. Kaiser Tiberius hat mir seine Befürchtungen wegen der Lage in Palästina keineswegs verschwiegen. Und heute habe ich persönlich feststellen müssen, wie schwierig es sein muss, diese Leute zu regieren. Oder irre ich mich vielleicht? Wodurch wird der Friede in deiner Provinz gestört? Durch Barabbas, Statthalter. Er überfällt die Karawanen und es ist nichts vor ihm sicher. Und heute hat er versucht, dich zu töten. Und weswegen fasst ihr ihn nicht? Du hast es ja selbst erlebt. Er war wie vom Erdboden verschwunden. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Jedes Mal, wenn wir ihm dicht auf den Fersen sind, wird er von jemandem versteckt. Der heutige Überfall war nicht das Werk eines Straßenräubers. Es muss jemand dahinter stecken, der ihn bezahlt. Und den werde ich finden. Und wenn ich ihn habe, gibt es für ihn keine Gnade. Ich werde jeden, der es wagt, mir und der Macht Roms zu trotzen, unnachsichtig bestrafen. Wer es auch sein mag. Und wie ist es in deiner Provinz? In Galiläa herrscht Friede und Ruhe. König Herodes findet mehr Gefallen daran, sich einer jungen Frau zu widmen, als der hohen Politik. Es ist auch weniger gefährlich und viel amüsanter. Ja. Das Einzige, was ihn etwas beunruhigt, ist ein neuer Prophet. Ein Nazarener, der im Land umherzieht und predigt. Die Armen verehren ihn sehr. Wenn Herodes sich von ihm belästigt fühlt, warum lässt er ihn dann predigen? Aus Aberglauben. Seit er Johannes den Täufer umbringen ließ, hat er nichts als Unglück gehabt. Dann kann ich ihn verstehen. Hier ist mein Bericht über die Provinz Samaria. Ah, richtig, Samaria. Samaria ist die ärmste Provinz. Ja, und die Lage wird noch durch den Mangel an Wasser erschwert. Der Hohe Rat weigert sich, zu den Kosten für den Bau eines Aquädukts beizutragen. Er weigert sich? Ich denke, er ist schwer reich, der Hohe Rat. Decius, führe die Vertreter des Hohen Rates zu mir. Sofort. Sprich nicht so hart mit ihnen. Nikodemus und Josef von Arimathia haben den Ruf, ergebene Freunde Roms zu sein. Ihr seid doch auch Mitglieder des Hohen Rates. Ja, Statthalter. Aber Josef und ich sind in erster Linie nichts weiter als bescheidene Vertreter des jüdischen Volkes. Gut, wenn euch wirklich die Interessen eures Volkes am Herzen liegen, haben wir das gleiche Ziel. Wenn ihr euch aber weigert, den Bau des Aquädukts zu unterstützen, dann muss ich daraus folgern, dass ihr das Wasser aus religiösen Gründen ablehnt. Wir können den Aquädukt nicht mit der Tempelsteuer bauen. Es wäre doch nur zum Wohle eures Volkes. Pilatus, mein Volk sieht in dem Aquädukt nur ein Werk von strategischer Bedeutung. Das zu beurteilen müsst ihr schon Rom überlassen. Verzeihung, Statthalter. Wir alle respektieren die Autorität Roms, aber versuche uns zu verstehen. Die Haltung des Hohen Rates beruht auf einem uralten Gesetz unseres Landes. Die Tempelsteuer, die vom Volke bezahlt wird, hat immer nur dem Ruhme Gottes gedient und nicht dem Wohl der Juden. Galba, Mitglieder des Hohen Rates, mein erster Befehl in Palästina lautet... Es wird sofort mit dem Bau des Aquädukts begonnen und der Bevölkerung wird eine entsprechende Abgabe auferlegt. Aber wie wollt ihr? Galba, ihr könnt gehen. Durch den Aquädukt wird der dürre Boden in fruchtbares Ackerland verwandelt werden. Aber das Volk ist ja schon ausgepresst bis zum Letzten. Die Leute glauben fest daran, dass sie sich vergiften, wenn sie römisches Geld anrühren. Und die Wucherer machen sich diesen Aberglauben zunutze, indem sie ihnen das Geld eintauschen und ihnen nur die Hälfte des Wertes geben. Die Hälfte? Und wer lenkt diese Korruption? Der reichste Geldwechsler von Palästina, Aaron Ekmezir. Und warum duldet man solchen Betrug? Aaron ist ein sehr mächtiger Mann. Das hebräische Volk muss endlich wissen, dass es unter dem Schutz der römischen Gesetze steht. Solchen Menschen muss man das Handwerk legen. Aber wenn man keine Beweise gegen ihn hat, warum willst du den Hohen Rat, die gefürchtetste Macht Palästinas, gegen dich aufbringen? Nikodemus, andere haben diese Macht vielleicht zu fürchten.
Aber das ewige Rom fürchtet sich vor keinem. Wo wir sind, ist kein Platz für Betrüger und Parasiten. Verhaftet diesen Aaron Ekmezir. Aufmachen! Ich schon. Aufmachen! Ihr sollt aufmachen! Wo ist dein Herr? Ruf deinen Herrn! Aber ich... Du sollst ihn holen! Wie kannst du es wagen, in mein Haus einzudringen? Mit welchem Recht? Ich muss deinen Vater verhaften. Auf Befehl des Statthalters Pontius Pilatus. Mein Vater ist nicht hier. Er ist in Jerusalem. Durchsuch das ganze Haus! Gleich werden wir ja wissen, ob du die Wahrheit sagst. Ihr habt kein Recht, hier einzudringen. Und ich will wissen, wessen man ihn anklagt. Das wird ihm der Statthalter selber sagen. Ihr habt nicht allein in Palästina zu bestimmen. Geh zum Hohen Rat und melde ihm diesen Übergriff. Niemand verlässt ohne meine Erlaubnis das Haus. Das ist mein Haus, hier befehle ich. Du kommst mit! Ich lasse mich von den Unterdrückern unseres Volkes nichts befehlen! Nimm dich in Acht, dass du dich nicht um deinen Kopf redest! Du Heide, ich verfluche dich! Ich verfluche euch alle! Ich verfluche euren Kaiser und Rom! Ich spucke auf den Kaiser und auf ganz Rom! Nimm das Mädchen fest! Für die Beleidigung wirst du büßen. Er ist nicht im Hause. Sag mir, wo dein Vater ist! Er ist in Jerusalem. Warum sucht ihr ihn nicht dort? Führt sie ab! Sarah. Sarah war mutiger als mancher von uns. Ich hab dir ja gesagt, alle sprechen seit Tagen nur von ihrer Verhaftung. Was ist das für ein Vater, der zulässt, dass seine Tochter für ihn ins Gefängnis geht? Er soll sich in Jerusalem versteckt haben. Was sagst du dazu, Barabbas? Hä? Was sagt denn der Hohe Rat dazu? Er unternimmt nichts, trotz des vielen Geldes, das er von Aaron erhält. Der Hohe Rat denkt nur an sich selbst. Und er wird uns ebenso fallen lassen, wenn wir ihm nicht mehr nützlich sind. Sie haben uns diese Waffen gegeben, damit wir den Römern das Leben schwer machen. Aber mit denselben Waffen können wir auch Ihnen das Leben schwer machen, wenn Sie nicht mehr tun, was wir für richtig halten. Was ist da? Da hinten! Ah, was bringt ihr mir denn? Ja, da kommt noch Freunde. Das ist für mich. Barabbas im Hirtenhemd. Aber ohne Gefäß sind wir besser. Das hast du behalten. Daniel, du lebst noch. Wir hatten dich schon aufgegeben. Daniel, wir haben geglaubt, du wärst tot. Ich konnte fliehen. Du bist geflohen? Und wer hat dir das gegeben? Er. Wer ist er? Vielleicht hat er es von den Römern. Du bist von den Römern gekauft. Nein, nein. Ich war auf der Flucht und auf der Straße nach Emmaus begegnete ich einem seltsamen Mann. Und er schaute mich an. Und was weiter? Was wollte er? Er schaute mich nur an, mit merkwürdigen Augen. Auch seine Art zu sprechen war so eigenartig. Er verband mir die Wunden und sagte... Diese Wunden führen dich nicht zum Tode, sondern sie führen dich zum Ruhme Gottes. Zu wessen Ruhm? Daniel, sag mir, wer war das? Es war Jesus aus Nazareth. Ach, Jesus aus Nazareth, ha? Ah, war das alles, was er sagte? Er sagte auch noch, um meinetwillen wirst du Verfolgung leiden. Aber dafür wird das Himmelreich dein. Das ist ja ein schöner Trost für dich. Er redet denselben Unsinn wie der Verrückte an der Straße nach Naim. Daniel, hast du etwas von Gionata gehört? Wo ist er? Lebt er noch? Sag es mir bitte. Sie haben ihn ins Gefängnis geworfen. In welches? In den Kerker von Caesarea. Er soll mit den anderen Gefangenen im Krokodilsee kämpfen. An Tiberius' Geburtstag. Oh nein, das wäre ein zu grauenhafter Tod. Nicht weinen, Jessica. Nicht weinen. Daniel, das darf nicht geschehen. Ich muss ihn retten. Er darf nicht sterben. Er darf nicht. Gionata! Gionata! Jessica! Wie kommst du hierher? Gionata, ich musste zu dir. Kann man euch denn zwingen, euch gegenseitig umzubringen? Du darfst nicht sterben! Welche setzt du? Hurra!
Wette auf die Mannschaft in Rot. 100 Sesterzen. Ich wette, sie sind die Stärkeren. Die Wette wirst du verlieren. 150 auf die Grünen. Nein! Los! Sie müssen siegen! Nein! Wer gewinnt, der ist frei. Sie kämpfen wie die Löwen. Na bitte. Decius, du hast die Wette schon verloren. Ich glaube, ihr habt beide verloren. Die Gelben gewinnen. Von Tiberius. Ein Sonderbeauftragter ist aus Rom eingetroffen. Lucilius. Salve Pilatus, ich bringe Nachricht von Tiberius. Danke. Trinken wir auf das Wohl des Kaisers Tiberius. Wein aus Palästina. Sehr gut. Richte dem Kaiser aus, dass der Aquädukt noch in diesem Jahr fertiggestellt wird. Du hast das volle Vertrauen des Kaisers, mach nur so weiter. In Rom wächst dein Ansehen von Tag zu Tag. Was gibt es Neues von meiner Frau? Hast du sie gesehen? Ich sah Claudia in Cumaea. Der Kaiser behandelt sie fast wie seine eigene Tochter. Komm mit, wir werden erwartet. Thank you.
Bürger von Caesarea, die Freude, mit der ihr den Geburtstag des Kaisers Tiberius feiert, beweist mir, dass das Volk von Palästina sich nicht von Rom unterdrückt, sondern sich vielmehr von ihm beschützt fühlt. Das Versprechen, das ich euch bei meiner Ankunft gab, habe ich gehalten. Der Aquädukt befindet sich im Bau und wird euch bald zugutekommen. So begeistert habe ich das Volk von Caesarea noch nie gesehen. Das Volk spürt es genau, wenn jemand etwas für sein Wohl tut. Vorausgesetzt, dass alles, was du tust, nicht ihrem Glauben zuwiderläuft. Ich habe Achtung vor ihrem Glauben. Hast du etwas Neues über Aaron Ekmetzir gehört? Er soll sich irgendwo in Jerusalem versteckt halten. Die Feigheit dieses Wucherers scheint größer zu sein als die Liebe zu seiner Tochter. Sage meiner Frau Claudia, dass sie und die Kinder das Einzige sind, was mir hier zu meinem Glück fehlt. Ich werde nach Gumea reisen und es hier bestellen. Ich danke dir. Was gibt es? Ein Gefangener ist entflohen. Er ist darunter gelaufen. Worauf wartet ihr noch? Wollt ihr ihn entkommen lassen? Ach, dich kenne ich doch. Du bist doch die Tochter von Aaron Ekmetzir. Du scheinst von der Rache mehr zu halten als von der Freiheit. Wenn ich mich gerecht habe, werde ich frei sein. Du vergisst, dass dein Vater an deiner Gefangenschaft schuld ist. Ich glaube, es wäre viel gerechter, wenn du dich gegen die Feigheit deines Vaters wenden würdest. Lass mich los! Mein Vater war nie ein Feigling. Er wird eines Tages furchtbare Rache an dir nehmen. Ich habe jetzt schon vor deinem Vater Angst. Hier. Willst du es nochmal versuchen? Ich hasse dich, ich hasse dich. Warum? Ich bin doch nur ein Mann, der seine Pflicht tut. Du brauchst nicht vor mir zu knien. Du musst versuchen, mich zu verstehen. Und wenn man dich fragt, was für ein Mensch Pontius Pilatus ist, dann schildere mich nur so, wie du mich kennengelernt hast. Soldaten, wer von euch hat diese Frau bewacht? Ich, Statthalter. Hast du deinen Posten verlassen? Man hatte mich gerufen. Du hast deinen Posten nicht zu verlassen. Nehmt ihn fest und bringt ihn in die Zelle, in der die Frau war. Und jetzt, wo deine Zelle besetzt ist, kann ich dich unmöglich dorthin zurückschicken. Lässt du mich frei? Unter der Bedingung, dass du den Palast nicht verlässt. Übergebt sie Galba, er soll sich um sie kümmern. Pilatus! Geh mit ihnen, ehe ich es mir anders überlege. Gaius Vitellius an seinem Aquädukt in Syrien gebaut hat? 3 Jahre, Statthalter. Ah, das ist zu viel. Wir müssen es in kürzerer Zeit schaffen. Dass die Sklaven ausreichend zu essen und zu trinken bekommen. Ja, Statthalter, ich werde sofort alles Notwendige fernlassen. Sarah, wie hübsch du aussiehst. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Konnte ich ungehorsam sein? Jetzt verstehe ich, warum dir der Bau so am Herzen liegt. Er geht mir nur nicht schnell genug. Ich sehne den Tag herbei, an dem das klare Wasser aus den Bergen über diese Bögen fließt. Und wenn dieser Tag gekommen ist, wird dein Volk meinen Namen in Stein meißeln. Für das, was du getan hast, wird dir mein Volk sehr dankbar sein.
Ihr Römer beschäftigt euch mit vielen Dingen. Wir Juden sind anders. Wir leben nur für Gott. Alles, was wir denken und was wir tun, beginnt und endet bei unserem Gott. Und nur der Name Gottes verdient es, in Stein gemeißelt zu sein. Nur der Name Gottes? Was habt ihr Juden doch für seltsame Vorstellungen? Ihr habt überhaupt keinen Sinn für den Fortschritt, weil ihr die Gefangenen eures Glaubens seid. Du verstehst mein Volk nicht und du kannst es auch niemals verstehen. Sarah, ich werde eine Verordnung erlassen. Es soll keine Ketten mehr in Palästina geben. Nicht die Ketten machen uns zu Sklaven. Hört zu, ihr Gesang gilt der Ehre unseres Gottes. Ich verstehe die Worte nicht. Sie singen von der jüdischen Geschichte. Von Syrien, Babylon und Ägypten, sie alle haben uns zu Sklaven gemacht, aber heute sind sie verschwunden. Nur wir sind noch immer da. Unser Volk wird weiterleben. Wir werden nie untergehen. Wir werden da sein in alle Ewigkeit. Ja, gut. Ich bin glücklich, berichten zu können, dass die Arbeiten am Aquädukt den gewünschten Verlauf nehmen. Nikodemus! Ich hoffe, du bringst gute Nachrichten. Pilatus, die Räte haben deinen Vorschlag besprochen. Ich muss dir aber leider mitteilen, dass die Mehrheit des Hohen Rates gegen den Bau des Aquädukts ist. Soll das eine Herausforderung sein? Ich werde nicht zulassen, dass die Arbeit unterbrochen wird. Willst du etwa eine neue Steuer erheben? Nein. Meine Soldaten werden die Karawanen anhalten, die die Tempelsteuern zum Tempel bringen. Das wäre ein schwerer Fehler. Ha! Ich werde die Hälfte der Steuer beschlagnahmen. Das wäre Tempelraub! Es ist für uns kein Tempelraub, wenn wir das Geld des Volkes auch zum Wohl des Volkes verwenden. Galba soll kommen! Pilatus! Ich beschwöre dich, überleg es dir! Nikodemus, ich hoffe, dass du trotzdem mein Freund bleibst. Aber mein Entschluss ist gefasst. Statthalter, Claudia ist soeben aus Rom eingetroffen. Markus, du bist ja schon ein richtiger Mann. Ja, natürlich. Ich kann schon Bogen schießen. Fein, wenn wir mal Verstärkung brauchen, dann holen wir dich. Aber ja. Oh, meine große Tochter. Vater. Hübsch ist sie nicht? Decius, bring sie in ihr Zimmer. Ja, Pilatus. Nun, wie war denn deine erste Seereise? Erzähle mal. Es war ein schlimmer Sturm. Und der Kapitän hat Sturm hast du erlebt? Das musst du mir genau erzählen, wenn ich zurück bin. Claudia. Fast wäre ich bei deiner Ankunft nicht da gewesen. Musst du denn unbedingt gerade jetzt fort? Ja, ich muss zum Aquädukt. Es tauchen unentwegt neue Hindernisse und Probleme auf. In diesem Land scheint nichts nach meinen Plänen zu gehen. Ach, unsere gute alte Dirke. Ich freue mich, dich in Caesarea zu sehen. Decius sorgt für deine Unterkunft. Oh, Claudia. Es tut mir leid, dass ich gleich fort muss. Aber ich verlasse mich auf dein Verständnis. Ich habe so viele Fragen an dich. Ja, das glaube ich, Claudia, aber ich muss jetzt gehen. Bitte, komm bald zurück. Sehr schnell voran, Pilatus. Wir haben auf diesem Gebiet große Erfahrung, Kaiphas. Unser System... Das System, wehrlose Karawanen zu plündern und mit Geld zu bauen, das euch nicht rührt? Ist das eure Erfahrung, Statthalter?
Die Tempelabgabe ist eine Steuer, die vom jüdischen Volke aufgebracht wird, damit sie zum Nutzen aller Verwendung findet. Dieser Aquädukt dient dem Wohle aller. Die nutzlose Steuer dient niemandem. Statthalter, ich glaube nicht, dass du die Berechtigung hast, zu entscheiden, was mit diesen Geldern zu geschehen hat. Ich gebe dir den guten Rat. Lass diese Karawanen unangefochten zum Tempel ziehen. Sonst wirst du die Folgen zu tragen haben. Ohne Geld würde die Arbeit zum Stillstand kommen. Lass sie zum Stillstand kommen. Jetzt gleich, bevor es für dich zu spät ist. Kaiphas, soll das heißen, dass du mir drohst? Der Hohe Rat hält es für unter seiner Würde zu drohen. Und noch weniger wünscht er bewaffnete Auseinandersetzung. Ich wollte dich nur warnen. Höre auf meine Warnung. Decius, warum wird nicht gearbeitet? Sie weigern sich weiter zu arbeiten, Statthalter. Treib sie an die Arbeit. Geht an die Arbeit, sonst lasse ich euch auspeitschen. Verflucht seist du, Pontius Pilatus! Das ist meine Antwort, Kaiphas. Statthalter, keiner von uns billigt einen Entschluss. Das Blut, das vergossen wird, kommt nicht über uns, sondern über dich. Was möchtest du, Dirke? Du solltest schlafen gehen. Pilatus wird so bald nicht zurückkommen. Wie kommst du dazu, das zu sagen? Hat es dir sein kühler Empfang nicht gezeigt? Ich habe gehört, dass er eine Geliebte hat. Du kannst dich zurückziehen, Dirke. Schlafen schon. Ich habe so auf dich gewartet. Ich fürchte, dass ihnen das Klima hier nicht gut tut. Und mir auch nicht. Nicht weit von hier, am See des Tiberius, ist es frischer. Nikodemus hat dort ein großes Haus. Nikodemus? Er ist das einzige Mitglied des Hohen Rates, das mich versteht. Er ist der einzige Freund, den ich hier habe. Ich sollte bald mit beiden Kindern dorthin gehen. Es ist sicher das Beste für uns. Ich bin sicher, dass Nikodemus euch mit offenen Armen aufnimmt. Gut, ich werde morgen reisen. Ich besuche euch so oft ich kann, Claudia. Und etwas später, wenn es hier nicht mehr so heiß ist, dann kommst du zu mir nach Jerusalem. Gute Nacht. Claudia. Markus, komm mit! Hey, mach mir nicht das Netz kaputt! Mach, dass ihr wegkommt! Markus, komm doch! Wir wollen spielen! Mama, ich war am See und hab da gespielt. Ich auch, Mama. Verzeih mir, Claudia, aber ich habe das Gefühl, dass Pilatus dich wegen der anderen Frau immer mehr vernachlässigt. Ich weiß, aber Liebe lässt sich nicht erzwingen. Dass er bei Tiberius so angesehen ist, verdankt er nur dir. Wende dich an den Kaiser um Hilfe. Dirke, ich möchte nichts mehr davon hören. Lassen wir das. Wir werden nur noch wenige Tage hier bleiben. Und dann treffen wir unsere Vorbereitungen zur Rückkehr nach Rom. Aber Pilatus wird dich nicht fortlassen. Wenn es mein Wunsch ist, kann er sich dem nicht widersetzen. Wo sind die Kinder? Am See, dort hinten. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Böswilligen. Vielmehr, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin. Will jemand mit dir vor Gericht gehen und dir deinen Rock nehmen, so lass ihm auch den Mantel. Vergebt, so wird euch vergeben werden. Chi non sarà innocente come questi fanciulli, non entrerà nel regno dei cieli. Avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. E io dico a voi, amate i vostri nemici e pregate per chi vi perseguita. Non condannate e non sarete condannati. Non giudicate e non sarete giudicati. Perdonate e vi sarà perdonato. Claudia,
Claudia? Ja? Wir müssen hier anhalten, wir brauchen frisches Wasser. Darf ich einige Worte an die Nichte des Kaisers von Rom richten? Ich bin ein Jünger Jesu. Ein Jünger Jesu? Ich habe dich nie bei ihm gesehen. Ich war aber immer an seiner Seite. Immer. Oh, dann kennst du ihn wohl sehr gut. Ja, ich bin bei ihm, seit ich ihn das erste Mal predigen hörte. Sein Wort ist die Wahrheit. Er selbst ist die Wahrheit. Ich habe mich von allen irdischen Gütern, von allem, was ich besaß, getrennt, nur um ihm zu folgen. Hör zu. Ich glaube, nur das Werk Jesu vermag die drei Reiche Israels in unserem Lande wieder zu vereinen. Ja, das ist mein einziger Traum. Und wenn dieser Tag kommt, dann werde ich an seiner Seite sein. Und wenn Rom dazu beitragen würde, würde ihm das ganze jüdische Volk dankbar sein. Und du? Ja, du kannst es dem Statthalter sagen. Davon verstehe ich nichts. Aber ich hätte gern mehr von diesem Jesus und seiner Lehre gehört. Wenn ich ihn recht verstehe, dann gibt er dem Dasein einen ganz neuen Sinn. Ich habe gehört, dass er einmal, während er predigte, sagte, vergebt. Und euch wird vergeben werden. Ja, ihr dürft nicht den Sünder hassen, vielmehr die Sünde. Denn wenn du hassest, dann sündigst du schon. Ja. Ja, ich fange an, seine Lehre zu verstehen. Wirst du mit dem Statthalter sprechen? Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Aber wie heißt du? Judas. Danke. Sarah. Vater. Oh, Vater. Ich hab dir etwas mitgebracht. Pilatus hat dich begnadigt. Er hat es in meiner Gegenwart unterzeichnet. Du bist frei. Aber weshalb hat er das getan? Weshalb? Er hat es für mich getan, aber ich werde ihn nie wiedersehen. Du bist für mich seine Geliebte geworden? Du hast diesen Heiden geliebt? Antworte, Sarah! Antworte! Ja, ich habe ihn geliebt, Vater. Er ist zwar Heide und Römer, aber im Herzen ist er... verflucht! Ja, ich bin verflucht, denn ich habe Unglück über seine Frau und seine Kinder gebracht. Und daher bin ich aus dem Palast geflohen. Du bist geflohen. Nachdem du mir die Freiheit erwirkt hattest, bist du geflohen. Gott, der Herr, möge mir die Gnade gewähren, mich zu rächen. An einem Manne, der dir vergeben hat, willst du dich rächen? Wie kannst du das? Du hast sogar versucht, ihn zu töten! Nein, das war Barabbas. Aber als Barabbas das Schwert gegen ihn erhob, tat er es auf deinen Befehl und für dein Geld. Oh, wie konntest du das tun? Oh. Es ist uns gelungen, die römische Währung erneut zu entwerten. Sollen wir noch mehr kaufen? Ach. Claudia? Claudia, ich muss... Psst. Ich muss dich sprechen. Aber nicht hier. Hast du mir verziehen? Bin ich nicht wieder bei dir, Pilatus? Ist das nicht schon eine Antwort? Ja, ich verstehe. Aber ich möchte es von dir hören. Ich habe dir verziehen.
Du trägst es mir nicht nach? Meine Untreue, du kannst mir verzeihen? Das verdanke ich sicher meinem Freund Nikodemus. Nein. Wem dann? Einem Prediger. Ich hörte ihn am See des Tiberius und ich glaube, ich habe ihn verstanden. Liebe, die nicht verzeihen kann, ist keine wahre Liebe. Claudia. Älteste Schriftgelehrte und ehrwürdige Mitglieder des Hohen Rates. Ich habe euch hergebeten, da wir vor schweren Entscheidungen stehen. Und ich hoffe, dass jeder von euch nach bestem Wissen und Gewissen abgestimmt hat. Pilatus hat zur Gewalt gegriffen, um seine Pläne durchzusetzen. Die meisten von euch, zu denen ich auch gehöre, sind dagegen, Gewalt mit Gewalt zu vergelten. Aber viele andere befürworten sie. Haben sich diese Letzteren von ihrem Verstand leiden lassen oder von blindem Rachedurst? Hoffentlich hat Gott ihr Urteil gelenkt. Josef, hast du das Ergebnis? Ja, Kaiphas. Und wie ist es? Die Mehrheit wünscht, Gewalt mit Gewalt zu vergelten. Gewalt gegen Gewalt! Auf dem Auge! Zack, zack! Endlich Gewalt muss zurück! Frieden wollen wir! Gewalt gegen Gewalt! So sei es. Eure Entscheidung ist unwiderruflich. Als oberster Hohepriester bin ich gezwungen, mich der Mehrheit zu beugen. Doch mein Herz entscheidet dagegen. Aber Pilatus verstößt gegen unser heiliges Gesetz. Es ist unsere Pflicht, diesen Frevel zu rächen. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Züchtige den, der das Gesetz des Herrn verletzt, steht geschrieben. Mitglieder des Hohen Rates, Pontius Pilatus ist ein Mann der Verwaltung. Er hat Verständnis für unsere Probleme und will sie lösen. Ihr habt mich gewählt, mit ihm zu verhandeln. Deshalb bitte ich um euer Vertrauen. Wie könnt ihr von einem römischen Soldaten erwarten, dass er die Seele unseres Volkes versteht? Er hat sich O Herr, deine Diener wollen in deinem Namen Blut vergießen. Das wird ein anderer für uns tun. Barabbas! Und Priester des Tempels als Verbündeter eines Räubers? Warum nicht? Nur er vermag uns zu helfen. Wenn ihr Barabbas genug bezahlt, dann schützt er unsere Karawanen. Er spricht mit den Römern in der Sprache, die sie verstehen. Anfang der Lektion, die ich Rom erteilt habe. Was wollt ihr? Nehmt euch alles, was ihr gebrauchen könnt. Barabbas, was sollen wir mit den Gefangenen machen? Sie umbringen, was sonst? Nur die Tempelabgaben dürfen weiterziehen. Alles Übrige ist für uns. Barabbas, das durftest du nicht tun. Ich bin dir gefolgt, um meinem Volk zu helfen und nicht um es umzubringen. Was? Hier, du hast unsere Ideale mit Blut besudelt. Ach, von Idealen ist noch niemand satt geworden. Du beschmutzt die Ehre unseres Volkes. Du bist ein gemeiner Räuber und Verbrecher. Ich... Bleib hier, wenn du willst. Und friss deine Ideale. O Israel, was für Menschen bist du ausgeliefert? Es war ein Blutbad. Er hat alle Gefangenen umgebracht und die Karawane geplündert. Nur die Tempelabgaben durften weiterziehen. Eine vornehme Geste für einen Räuber. Es wird höchste Zeit, dass wir einen dieser Rebellen ans Kreuz nageln. Solche Gewalttaten müssten wir mit dem Tode bestrafen. Die kaiserlichen Adler sollen auf dem Tempel angebracht werden. Nur Rom gebietet hier in Palästina. Galba, Decius, wir brechen sofort nach Jerusalem auf. Thank you.
sind die römischen Adler! Die römischen Adler sind auf dem Tempel! Hast du gehört, die römischen Adler sind auf dem Tempel? Ist Tempelschändung, Tempelschändung, Gotteslästerung! Kommt alle mit zum Tempel! Tempel! Nikodemus, was bedeutet das, dass Sie unaufhörlich singen und jammern? Pilatus, es gibt Schmerzen der Seele, die man nicht unterdrücken kann. Mein Volk beklagt die Entweihung seines Gottes. Welcher Gott würde dessen nicht müde werden, dauernd dieses Jammern anzuhören? Unser Gott versteht unseren Schmerz. Unsere Qualen sind seine Qualen. Pilatus, du kannst meinem Volk nicht den Glauben zerstören. Lass doch die Adler entfernen, wenn sie ihren Glauben verletzen. Wenn ich einen Befehl gebe... Der oberste Hohepriester bittet um eine Audienz. Führ ihn herein. Aber er kann doch nicht das Haus eines Heiden betreten. Warum nicht? Fürchtet er den Saum seiner Tunika zu beschmutzen? Kaiphas will dich im Namen seines Volkes sprechen. Hör mich an. Ich glaube, dass das Volk dem Befehl seines hohen Priesters gehorcht, Kaiphas. Gib den Befehl, den Platz zu räumen. Dazu habe ich nicht das Recht. Wenn der Tempel ihres Gottes entweiht wird, haben seine Diener das Recht, es zu beklagen. Sie folgen nur dem Ruf ihres Gewissens. Niemand kann unseren überlieferten Glauben ungestraft mit Füßen treten. Und aus jeder Verfolgung geht der Glaube des Menschen gestärkt hervor. Lass die Adler herunterholen. Dann werden die Leute gehen. Was geschieht, geschieht auf Befehl des Kaisers. Sollte Kaiser Tiberius etwa überraschend seinen Sinn geändert haben? Er hat uns ausdrücklich freie Ausübung der Religion zugebilligt. Zeige mir den Befehl, den dir Tiberius geschickt hat. Welchen Befehl? Den Befehl, aus dem hervorgeht, dass du in seinem Sinne handelst. Wenn ein solcher Befehl existiert, tust du nur deine Pflicht, indem du ihn ausführst. Dann werden wir uns mit unserer Beschwerde nicht an dich wenden, sondern an Rom, an Tiberius selbst. Tiberius ist mein Freund. Es gibt kaum ein Gut, das so zerbrechlich ist wie die Freundschaft. Es gibt immer Menschen, die dich mit Freuden hinter deinem Rücken schlecht machen. Der Weg vom Günstling zum Angeklagten ist oft kurz. Du verstehst es, deine Worte gut zu setzen, Kaiphas. Aber spar dir deine Beredsamkeit für dein Volk. Schick die Menge fort. Die Symbole des Imperiums werden nicht von diesen Fanatikern heruntergeholt. Statthalter! Wer sich der Stimme Gottes verschließt, der verdammt sich selbst. Bis jetzt gehofft, dass die Stimme der Vernunft die Anwendung von Gewalt verhindern könnte. Galba, du weißt, was du zu tun hast. Tja. Nein. Sonst wenden wir Gewalt an! Seht ihr dort die Fassade eures Tempels, so wie der Schatten der ersten Wolke darauf fällt?
Machen meine Soldaten von ihren Waffen Gebrauch. Pilatus, entferne die römischen Adler. Man wird es hier nicht als Schwäche auslegen, sondern als Großzügigkeit. Vorwärts! Erhöre unsere Gebete. O Herr, befreie uns von den Unterdrückern und hilf uns in der Bedrängnis. Amen. Willst du in einer Stunde alles zerstören, was du ihnen Gutes getan hast, Pilatus? Sieh sie dir an, ihr Leben liegt in deiner Hand, sei barmherzig. Keine Gewalt dieser Erde ist stärker als unser Glaube. Wenn ihr die Adler entfernt, gehen wir friedlich in unsere Häuser zurück. Ihr könnt uns und unsere Kinder umbringen, aber unseren Gott könnt ihr nicht erschlagen. Soldaten! Zieht die Schwerter! Pilatus, hol von unserem Tempel deine Adler herunter! Pilatus, auch diese Frauen haben Kinder wie ich. Vergiss das nicht. Ich bitte dich. Pontius Pilatus, hab Erbarmen mit uns! Nimm das Leben unserer Kinder, aber hol die Adler vom Tempel! Steckt die Schwerter wieder ein! Ein römisches Schwert soll niemals gegen euch erhoben werden. Einige Männer möchten den Freundschaftspakt, der uns verbindet, zerstören. Nicht die Drohungen haben heute gesiegt, sondern meine Liebe zum Volk. Kehrt in Frieden in eure Häuser zurück. Die Adler, die Symbole des römischen Imperiums, werden eingeholt. Rom wird euch auch weiterhin beschützen. Und also sprach Jesu: Selig sind die Armen im Geiste, ihrer ist das Himmelreich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und Lazarus wurde wieder zum Leben erweckt. Hast du das gesehen? Oh. Was hat dir der Nazarener noch erzählt? Jesus von Nazareth sprach: Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, so halt ihm auch die andere hin. Du bist Barabbas. Woher weißt du das? Ich erkenne deine Stimme, denn durch deine Schuld habe ich meine Augen verloren, die der Herr mir gegeben hat. Gib her, es ist meins. Holt euch, was ihr braucht! Nicht weinen.
kommst du nicht deinen Jesus von Nazareth zur Hilfe? Was gibt es, Simon? Barabbas wird zu einer gefährlichen Bedrohung für uns. Von mir aus kann er wieder zurückgehen in seine Berge. Sag ihm, er soll aufhören, unsere Dörfer zu überfallen und zu berauben. Nachdem mich der Hohe Rat so liebevoll unterstützt hat, warum sollte ich? Barabbas versucht, die zahlreichen Nomadenstämme von Samaria zum offenen Widerstand gegen Rom aufzustacheln. Außerdem schürt er die Rebellion der Sklaven, die am Aquädukt arbeiten. Der Hohe Rat wünscht nicht, in diese Dinge hineingezogen zu werden. In Samaria? Und am Aquädukt? Wir haben gesehen, dass unser Glaube die Macht besiegt hat. Wir wollen mit friedlichen Mitteln weiterkämpfen und nicht mit dem Schwert. Ich kenne Barabbas und seine Schwäche für Gold. Und ich kenne mich und meine Schwäche für Gold. Gut, Aaron. Ruf Barabbas zurück und du wirst dich nicht zu beklagen haben. Leb wohl. Melik, wie hoch ist eigentlich die Summe, die die Römer auf Barabbas Kopf gesetzt haben? 100 Sesterzen. Hör zu, mein Freund, ich habe einen sehr angenehmen Auftrag für dich. Geh in den Palast und sage Galba, dass er für die Summe von 500 Sesterzen den Aufenthaltsort von Barabbas erfahren kann. So viel wird Barabbas Ihnen nicht wert sein. Ich könnte ja etwas dazulegen, etwas, das Ihnen bestimmt so viel wert ist. Die Nachricht über einen Aufstand in Samaria. Er ist in diesem Hause. Ergreift ihn! Führt ihn ab! Jetzt werden sie uns nicht mehr wie die Hunde peitschen. Alle Römer werden so enden. Ach, du hast dich als römischer Centurio verkleidet. Ja, damit habe ich sie getäuscht. Da kommt Barabbas. Es wird aber auch Zeit. Nein, das ist ja Giunata. Wo ist Barabbas? Warum kommst du ohne ihn? Sie haben Barabbas gefangen. Er ist gefangen? Giunata hat Barabbas verlassen. Er ist ein Verräter. Ich bin nicht hier, um euch zu verraten. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Dies ist unser aller Land. Zerstört es nicht. Wir haben nur einen einzigen Feind. Rom! Die Legion Galbas marschiert auf Garizim. Kämpft lieber gegen die Unterdrücker und blickt in die Zukunft. Wir kämpfen mit den Waffen, die wir haben und mit unserem Hass. Denn er ist unsere schärfste Waffe. Lieber tot als lebendig versklavt. Kommt mit mir! Ja, kommt! Gehen wir! Tot den Römern! Kämpfen wir! Nehmt die Pferde! Wir werden sie vertreiben! Thank you.
Jonathan. Jessica, unser Sterben ist nicht sinnlos. Einmal werden die, die nach uns kommen, frei sein. Du darfst mich nicht verlassen. Jessica, Gott wird die Unterdrückten nicht verlassen. Und schon bald schickt er euch ein Zeichen. Habt Geduld. Wartet nur bis zum Passafest. Oh, Jessica. Giornata! Davids Sohn, wir wollen ihn zum König der Juden krönen. Nein, das wünscht er gar nicht. Ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Der Hohe Rat wird deinem Nazarener nie verzeihen, dass er die Händler aus dem Tempel gejagt hat. Bist du nicht Judas Ischariot? Was ist mit dir geschehen, dass du so heruntergekommen bist und dein Hab und Gut verschenkt hast, nur um einem Fanatiker zu folgen? Wenn mein Meister das Reich Israel wieder erschaffen hat, dann wird jeder reich sein. Mein armer Freund, du hast nicht nur dein Geld verloren, sondern auch deinen Verstand. Hast du deinem Meister gut zugehört? Er spricht nie von einem Reich auf Erden, sondern immer nur von einem himmlischen Reich. Das Königreich, das er meint, das befindet sich da oben. Das Königreich, von dem er spricht, liegt in den Wolken. Hüte deine Zunge! Sein Reich wird kommen und ich werde an seiner Seite sitzen. Judas, es ist schwierig, auf einer Wolke zu sitzen. Selbst für einen König. Wie sprichst du von Gottes Sohn? Aaron, ich werde für dich beten. Ich werde beten, Aaron. Judas Ischariot, warum kommst du zurück? Hat er dich geschickt? Glaubst du, du kannst zu uns zurückkehren und uns um Hilfe bitten, indem du uns nichts bringst als deine Seele? Ich habe meine Seele immer offen in meine Hand getragen und ich habe eure Gesetze nie vergessen. Ich sehe nichts in der Hand, die du uns entgegenstreckst. Nur, dass sie um Hilfe bittet. Nichts sehe ich. Nichts weiter als eine leere Hand, die uns um Hilfe bittet, Judas. Oh nein, ich bitte euch nicht um Hilfe. Ich bitte euch nur um eins, um Verständnis für meinen Meister. Warum hast du ihn verlassen? Ich ihn verlassen? Ich soll... Ja. Ich habe ihn verlassen. Warum, Judas? Du kennst nicht deine Augen. Ich konnte den Blick seiner Augen nicht mehr ertragen.
Dieser Blick, mit dem er mich ansah. Selbst wenn er sich abwandte. Er las in mir wie in einem Buch Worte, die ich nie sagte, die ich verborgen trug in meinem Herzen. Worte, die ich nie ausgesprochen habe. Warum bist du ihm dann erst gefolgt? Ich glaubte, er würde das Reich Davids errichten. Das Reich Davids, wie es uns die Propheten vorausgesagt hatten. Ich habe geglaubt, dass das sein Ziel wäre und dass er mich mehr liebte als die anderen, weil ich ihn verstand. Es war zwischen uns wie ein stillschweigendes Einverständnis. So habe ich wenigstens geglaubt. Aber ich habe vergeblich auf die Erfüllung meines Wunsches gewartet. Und jetzt weiß ich habe mich geirrt. Ich habe mich immer geirrt. Von Anfang an. Das, was er uns voraussagte, das war kein irdisches Reich. Er versprach etwas. Etwas ganz anderes. Eine andere Welt. Nicht auf dieser Erde. Und vielleicht hätte ich da nicht an seiner Seite sein können. Vielleicht hat er statt meiner einen anderen erwählt. Eine andere Welt. Was erzählst du uns da? Müssen wir uns diesen Unsinn von ihm anhören? Lass ihn sprechen, Simon. Heute. Als wir beim Abendmahl saßen, alle waren da. Alle. Da erhob er plötzlich eine seltsame Beschuldigung. Einer von uns, sagte er, wird mich verraten. Wir wussten nicht, wen von uns er damit meinte. Verraten? Aus welchem Grunde sollte wohl einer seiner Jünger den Meister verraten? War vielleicht einer unter euch, der an ihm gezweifelt hatte? Ja. Wer von euch hätte nicht schon mal an seinem Meister gezweifelt? Auch du? Ja, auch ich. Und ich liebe ihn mehr als irgendein anderer auf der Welt. Und ich würde ihn nie verraten. Ebenso wenig wie den Tempel. Wir geben dir 30 Silberlinge. Zeig uns, wo er ist. Wir müssen noch heute Nacht mit ihm sprechen. Ja. Ja, sprich mit ihm, Kaiphas. Und sage ihm, dass ich ihn nicht verraten habe. Wo können wir ihn finden? Lasst mich mit dem Gefangenen allein. Wartet draußen, bis ich mit ihm gesprochen habe. Komm näher. Mein Sohn, ich spreche jetzt als Diener Gottes zu einem anderen Diener Gottes. Wir sind beide Lehrer und haben denjenigen gegenüber, die uns zuhören, eine Pflicht zu erfüllen. Man beschuldigt dich, dass du dich als Sohn Gottes bezeichnest, als Messias. Bist du der Messias? Sieh mich an. Mein Sohn, sieh mir in die Augen. Wie du siehst, sind sie trübe und müde nach einem langen Leben, das der Suche nach der Wahrheit gewidmet war. Wenn ich noch immer nicht gelernt habe, sie zu erkennen, dann habe ich wahrhaftig vergebens gelebt. Wenn es einem Menschen möglich gewesen wäre, den Sohn Davids zu erkennen, dann wäre ich ganz gewiss einer der Ersten. Ach, mein Sohn, du bist noch sehr jung. Ein Jüngling aus Nazareth, der von seiner Mutter und von seinem Vater geliebt wird. Gib dein Unrecht zu und sag es mir. Dann darfst du zu denen zurückkehren, die dich lieben, die auf dich warten und um dein Leben zittern.
Bist du Christus, der Sohn Gottes? Wenn du nichts sagst und mir nicht antworten willst, dann kann ich dich nur noch Pontius Pilatus übergeben. Pilatus! Pilatus! Was hast du? Ich habe geträumt. Ich habe einen furchtbaren Traum gehabt. Ich flehe dich an. Ich beschwöre dich im Namen unserer Kinder. Lass dich nicht verleiten, diesen Mann zu verurteilen. Was hast du geträumt? Ich sah, wie sich der Himmel verdunkelte und die Erde bebte. Ein Adler stieß vom Himmel auf ein wehrloses Lamm herunter. Wenn du ihn verurteilst, wird etwas Schreckliches geschehen. Pilatus, tu es nicht! Er ist Gottes Sohn! Du darfst es nicht tun! Pilatus, der Hohe Rat erwartet deinen Urteilsspruch. Oh nein! Nein! Beruhige dich, Claudia. Geh in dein Gemach. Führt mir den Gefangenen vor. Gefangener, komm näher zu mir. Antworte, bist du der König der Juden? Du weißt, die hohen Priester und dein Volk haben dich mir übergeben. Beantworte mir meine Frage. Bist du der König der Juden? Ja, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Was ist Wahrheit? Ich bin die Wahrheit. Dieser Mann ist aus Galiläa gekommen, um das Volk aufzuwiegeln. Wenn dieser Mann, wie ihr sagt, aus Galiläa ist, dann untersteht er der Rechtsprechung des Herodes. König Herodes befindet sich in Jerusalem wegen des Passafestes. Sein Glaube ist der eure. Daher kann er besser die Anschuldigungen verstehen, die ihr hier vorbringt, als ich es vermag. Also übergebt ihn Herodes. Du brauchst nicht zu erschrecken. Hast du neue Nachrichten? Nein, nichts Neues. Warum quälst du dich so, Pilatus? Es ist doch nicht das erste Mal, dass man von dir verlangt, ein Todesurteil zu fällen. Die anderen Male war alles so klar. Das Verbrechen, die Strafe, die darauf stand. Und meine persönliche Überzeugung. Doch dieses Mal, da ist alles, da droht mir alles zu entgleiten. Ein ganz einfacher Prozess, ohne jede Bedeutung. Und dennoch zieht dieser Prozess Rom und Palästina. Und das Gewissen des Richters in seinen Strudel. Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Einer von euch wird mich verraten. Herodes hat befunden, dass dieser Mann unschuldig ist. Und zum Beweise dafür, dass er an dem Manne keine Schuld fand, hat er ihn mir im weißen Gewand der Unschuld zurückgeschickt. Auch ich finde keine Schuld an ihm. Aber er hat das Volk gegen uns aufgewiegelt. Dafür erhält er die Strafe, die er verdient. Er wird gegeißelt werden und dann wird er freigelassen. Führt ihn fort.
Weshalb verlangen Sie nur so beharrlich den Kreuzestod dieses Mannes? Die meisten von Ihnen glauben, er sei ein Verbrecher. Und die übrigen sind lediglich neugierig darauf, eine Kreuzigung mitzuerleben. Es ist bei euch herkommen, dass ich euch zum Passafeste einen freigebe. Darum frage ich euch, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Ruhe! Oder soll ich statt seiner Barabbas freilassen, der geraubt und gemordet hat? Wen von den beiden soll ich euch freigeben? Ihr selbst habt die Wahl. Barabbas oder der König der Juden? Nun, was ist? Mach dir keine Sorgen, Claudia. Jesus wird sicher freigelassen. Ich werde ihn auspeitschen lassen. Das ist eine der üblichen Strafen. Das Volk wird mit dieser Strafe zufrieden sein. Und die Wahl zwischen ihm und Barabbas fällt ganz gewiss zu seinen Gunsten aus. Dass ich wieder bei dir bin, ist sein Werk. Nicht Jesus, Barabbas. Soll er Jesus freilassen unter den Räubern Barabbas? Barabbas! Hört mir zu. Wir sind Kaufleute, er ist unser Feind. Wollt ihr etwa alles, was ihr besitzt, verlieren? Durch diesen Fanatiker? Nein. Dann folgt mir. Nun, wie habt ihr euch entschieden? Wen von den beiden soll ich euch freigeben? Barabbas oder Jesus? Barabbas! Barabbas! Jesus muss leben. Er bedeutet Licht und Hoffnung für unser Land und für alle Menschen. Ihr habt das Schicksal dieses Mannes in der Hand. Was soll ich denn mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Hörst du, wie sie dich hassen? Du gibst keine Antwort, Jesus von Nazareth. Warum hüllst du dich in Schweigen? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Oder dich freizugeben? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Bringt uns das Wasser. Ich bin unschuldig am Blute dieses gerechten Mannes. Kreuziget ihn. Führt ihn fort. Du musst den Urteilsspruch unterzeichnen. Schreibst du da? Schreibe nicht König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Was ich geschrieben habe, das bleibt geschrieben. Giuda Iscariote, perché sei tornato? Perché l'hai abbandonato? E allora perché lo seguisti? Per quale motivo un discepolo dovrebbe tradire il suo maestro?
precedente. Niente, vedo. Niente altro che una mano vuota, Giuda, che chiede aiuto. I suoi occhi. Non sopportavo più il suo sguardo. Mi lavo le mani del sangue di questo giusto. No. Uno di voi mi tradirà. No. Uno di voi mi tradirà. Uno di voi mi tradirà. Mi tradirà. Mi tradirà. Mi tradirà. Nein. Schenke den Kindern deine ganze Liebe. Und wenn du eines Tages die Wahrheit findest, dann gib sie an unsere Kinder weiter. Markus! Livia! Steige hernieder und erleuchte die Finsternis in diesem Hause. Du solltest wissen, dass ich allein die Macht habe, über dein Leben oder deinen Tod zu entscheiden. Nur ich kann Gnade ergehen lassen. Mein Richter ist nicht von dieser Welt, göttlicher Cäsar. Ich werde gerichtet von der Gerechtigkeit des Himmelreichs.